Es müssen nicht gleich Blutegel sein, auch wenn sie in manchen Fällen helfen. Naturheilpraktikerin und Augendiagnostikerin Claudia Sinclair weiß am besten, was der Tänzerkörper braucht. In ihrer Praxis in Schöneberg behandelt sie viele Profitänzer, sowohl vorbeugend und stärkend als auch bei Schmerzen und Verletzungen. Dabei legt sie großen Wert auf eine Grundmineralisierung des Organismus. Denn Mineralstoffe können trotz ausgewogener Ernährung und eines mineralhaltigen Trinkwassers unausgewogen im Körper verteilt sein. Sie sollten bei besonderer Belastung zugeführt werden. Es ist natürlich noch viel mehr als nur Calcium oder Magnesium, die so die bekanntesten sind. Da gehören auch Kieselsäure, gehört mit dazu und seltenere Spurenelemente wie Mangan oder auch Kobalt und andere, die also komplex im Stoffwechsel mitspielen. Und dann kann man gezielt zuführen, wie zum Beispiel Algen, kann man dann in Form von Tabletten oder von Pulvern auch nehmen. Da empfehle ich aber die Süßwasseralge, die nicht zu viel Jod hat. Ihr Geheimtipp zudem, für Vegetarier leider ungeeignet, ausgekochte Knochen. Sprich die gute alte Hühnersuppe, die man allerdings 3 bis 4 Stunden lang köcheln lässt und von der man nur die Brühe trinkt. Auch für besonders anstrengende Trainingsphasen weiß Claudia Sinclair Rat. Eine Sache, die wichtig ist, ist der Ginseng. Also im Grunde gerade bei Überforderung oder bei Grenzüberschreitung, wenn man länger durchhalten muss, als man eigentlich kann. Der Ginseng ist ein anabolischer, eine Pflanze, die anabol wirkt, also muskelaufbauend, Stoffwechsel anregend, mehr Leistungskraft bringt. Und das kann natürlich gerade vor Aufführungen kann das eine wichtige Rolle spielen. Den Ginseng kann man entweder als Tee oder als Tropfen zu sich nehmen. Für die Knorpel seien außerdem die Hyaluronsäure und Chondroitinsulfate wichtig. Überschreitet man aber einmal trotz Prophylaxe die Grenzen des Körpers und zieht sich eine Verletzung zu, helfen je nach Symptomatik kühlende oder wärmende Gels. Und bei Verletzungen ist natürlich auch die Arnika eine ganz wichtige Heilpflanze, die wir in homöopathischen Dosierungen bei Reizung in der Muskulatur einsetzen können. Also dann kommt man zu der akuten Pflege, was macht man, wenn es weh tut. Eine Sache ist auch noch das Rußtoxicodendron, ganz wichtig für Gelenksreizungen und Entzündungen. Tja, und wenn notwendig, können es eben auch Blutegel sein. Blutegel werden eingesetzt jetzt bei Sportlern, gerade wenn die Gelenke sich möglicherweise entzünden oder entzündet haben. Oder auch an den Füßen, wenn das Großzehengrundgelenk in einer Verdickung ist, in einer Reizung ist. Und da können ganz gezielt am Fuß auch für die Achillessehne oder für das Großzehengrundgelenk oder auch möglicherweise auf bestimmte Akupunkturpunkte an den Füßen Blutegel angesetzt werden. Für jedes Problem hat Naturheilpraktikerin Claudia Sinclair die richtige Lösung. Betont aber auch eines: Jede Tänzerin und jeder Tänzer braucht auch mal eine Pause, damit sich Körper und Geist erholen und sich ausreichend für die nächsten Herausforderungen wappnen können.